So, und weiter geht's. Wir haben gerade unser Deck ein bisschen verbessert. Minimal. Hier vorne ist noch eine Passwortmaschine, die sehr langsam lädt. Kann ich schon Passwörter eingeben? Fragezeichen. Kann immer noch nicht benutzt werden. Wieso immer noch nicht? Ich bin das erste Mal hier spiel. Ja, okay, also wir können keine Passwörter verwenden, das ist schön zu wissen, sonst scheint es hier drin noch nichts zu geben. Ich liebe diese Sonne übrigens, die da oben rechts steht, die sieht herrlich aus. Ja, und dann gehen wir mal zum Eingang zur Karte. Hier geht's nach Dorfdorfstadt, genau, ja. Also nimm das mal ein bisschen präziser, liebes Spiel. Ja, ich erinnere mich ja dran, man musste hier mit dem Ding rüber scannen und irgendwo, ah ja, genau, sind dann Duellanten und so weiter aufgepoppt in Dorfdorfstadt. Gehen wir nochmal gucken, wir scheinen Mokuba gefunden zu haben. Ein würdiger erster Duellant, den wir besiegen werden. Mokuba ist mein Name, nimmst du am Turnier teil? Mein Bruder ist der Sponsor, stark, was? Hey, lass uns auch ein Duell machen, ist er wirklich der Sponsor, ist er nicht der Veranstalter? Ja, warum nicht, irgendwo muss man ja anfangen, ne? Man startet immer klein. Mokuba mit seinem Deck. Mokuba ist da gegen unser Deck Starterdeck. Ah, vielleicht sollten wir das mal bei Gelegenheit umbenennen. Ich nehme Schere. Go Schere! Jawohl, wir haben Mokuba besiegt. Wir starten als Erster. Go, go, Alex. Starterdeck. Yay! Duell starten. Wir haben Okazi auf der Anfangshand. Oh nein, so eine gefährliche Karte. Ja. Dann beginnen wir mit einem unglaublich starken Blocker, der Grephore. Und Runde zu Ende. Go Mokuba, ich bin gespannt, ob er über 1500 ATK drüber kommt. In diesen etwas älteren Spielen, oh ja, haben wir ja immer so schöne Monster. Wie zum Beispiel Torike mit 1200 Angriffspunkten. Er macht sich selbst 300 Schaden. Unglaublich effizient, lieber Mokuba, unglaublich effizient. Booms, ja. Das könnte allerdings bei diesen Schadenswerten eine Weile dauern, so 8000 LP-Duelle zu machen. Das ist nicht so schön, glaube ich. Ich glaube mal nicht, dass da übermäßig gefährliche Sachen hinten liegen werden. Ich weiß nicht. Na komm, riskieren wir's. Go, go, Baron der Unterwelt! In den Angriff! Grephore, in den Angriff! Wir stürmen einfach mit der Nase nach vorne hinein. Oh. So viel Angst habe ich noch nicht vor verdeckten Karten. Zumindest nicht in diesem Teil des Spiels. 350 Schaden. Und Attacke mit Grephore. Bams. 1200 Schaden. Und 6150 Punkte bleiben übrig. Yay. Ja, bis jetzt sehr Mokuba dieses Duell. Es ist sehr Mokuba, um es so zu beschreiben. Duelle können ab jetzt Mokuba sein. Sie könnten allerdings auch Thea oder Bakura sein. Naja. Wir lassen das mal bei Mokuba. Nichts Interessantes Neues. Muyen Curry, habe ich eben noch davon gesprochen, wie unglaublich unnütz eigentlich diese Karte ist, Fragezeichen. Okay, da da hinten nichts zerstört ist oder so war, dann nehmen wir jetzt die Peitschenschwanzkrähe, die sogar noch ein bisschen stärker ist. Ich glaube, wir versuchen es mal mit dem 1550 Angreifer. Haha, perfekt, es ist der dunkle Hase mit 1500 Death. Ja, da sind wir genau die 50 drüber. Ich bin Hellseher. So, und dann Angriff mit unseren anderen beiden Onstern hier. Peitschenschwanzkrähe, Attacke, 1650 Schaden. Und dann... Was hatte Thea für ein Deck? Ich weiß nicht, was sie hier für ein Deck haben wird. Also, es wird wahrscheinlich ein schlechtes Deck sein. Thea hat eigentlich immer schlechte Decks, das ist der springende Punkt. Mit leuchtender Freundschaft und ähnlichen super tollen Karten ohne Effekte und ohne Angriffs- oder Verteidigungspunkte im Deck. So. 35 Minuten am ersten Teil, weil du keine Monster gezogen hast. Ja, deswegen habe ich mein Deck erstmal so präpariert, dass wir mehr Monster drin haben als Zauberfallen gerade eben. Ja, ne? Ich liebe diese Decks, in denen einfach keine Monster drin sind, die man benutzen kann. Selbst wenn es schlechte Monster sind, Hauptsache man hat irgendwelche Monster. Und Attacke, Peitschenschwanzkrähe. Booms, wir haben das Duell gewonnen. Das war nicht so hochkompliziert. Jing! Außer hat da hinten noch irgendeine unglaubliche Falle, die ihm das Leben retten kann, was ich irgendwie stark bezweifle, sonst hätte er sie nämlich schon längst gezündet, sowas wie Wabuk oder Angriff negieren oder irgendwie sowas. Das sind, glaube ich, Karten, die schwache PCs sehr, sehr gerne benutzen, besonders Angriff negieren, oh Gott. Ich liebe es, wenn Gegner dreimal diese nervige Karte im Deck haben. Plonk und du gewinnst! Da-da-da. Erhalten 62 Erfahrungspunkte. Yeah, unsere ersten EXP. Außerdem kein Schadenbonus, keine Zauberkartenbonus, keine Fallenkartenbonus, keine Spezialbeschwörungbonus. Bonus für nur Kampfschäden. Deck ohne limitierte oder halblimitierte Karten drin. Alles Boni, die man automatisch kriegt, weil man einfach den ganzen Scheiß noch nicht haben kann an diesem Punkt des Spiels. Aber danke. Ah! Mokuba ist gerade gestorben. Der hängt sehr an seinen Duellverlusten, wie es aussieht.
Ja, dann gucken wir uns mal weiter um. Fragezeichen, da blinkt's. Ist ja auch irgendwo was. Ah, da ist es. Wir haben Thea gefunden. Yeah, dieses Duell wird sehr Thea werden, glaube ich. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich bin Thea Gardner. Ich werde hier bald weggehen und nach New York gehen, um dort Tanz zu studieren. Deshalb möchte ich mir alles in dieser Stadt einprägen. Und was wäre ein besserer Weg, wirklich alles zu erfahren, als beim Duellieren? Fotos machen zum Beispiel. Du könntest auch ein Buch schreiben oder so. Ich weiß nicht, ob Duellieren überhaupt ein Weg dafür ist. Lass uns anfangen! Ja, wer hätte es gedacht, dass sie einer der ersten Gegner sein würde, mit was auch immer sie für einen Müll drin hat. Sie hat offenbar Zauberstufe. Irgendwie bezweifle ich es ganz stark, dass sie Stufenmonster in ihrem Deck haben wird, aber egal. Oh nein, wir haben gegen sie in Steinschere Papier verloren. Ah, aber sie will trotzdem zweit und wir dürfen trotzdem anfangen. KI-Probleme. Duellstart. Vielleicht hat sie auch eine super tolle Strategie, die nur dann funktioniert, wenn sie einen zweiten Zug hat. Aber ich bezweifle es irgendwie unglaublich. Ey, wir haben die Totenkopfwürfel. Mal eine halbwegs ordentliche Falle. Halbwegs, wohl bemerkt. Ja, außerdem war kann sie voranstürmen. Sie hat bestimmt kein schwerer Sturm oder so. Von daher lege ich die einfach mal raus. Studiertanz. N. Ja, das ist Thea halt. Nix drin, nix drum. Also, da reden wir, glaube ich, gar nicht drüber. Drawface, go Thea, renne in den Thun-Alligator und mach dir selber Schaden. Das ist die rote Bogenschützin. Wow, 1400 Angriffspunkte sind schon mehr, als ich von dir erwartet hätte, liebe Dame. Ja, greif ruhig an, du kommst sowieso nicht durch den Thun durch. Der Damage-Step hat begonnen. Oh nein, wie hochprofessionell ausgedrückt. Der Damage-Step in einem deutschsprachigen Spiel. Zumindest ist es hier die deutsche Übersetzung. Na egal. Nein. Wir haben gerade nichts zu aktivieren. Es wäre ziemlich sinnlos, irgendwas jetzt in diesem Moment zu aktivieren. Ja, dann fangen wir doch mal an. Go, go, großer Weißer. Es wird Zeit aufzuräumen. Dann in den Angriff mit dem Thun-Alligator. Leider sind die Leute hier nicht dunkler, die wir haben. Von daher bringt unser Schwertchen nichts. Aber großer Weißer, beiß mal ein bisschen von der Meerjungmuschel da vorne ab. Und nein, wir wollen nichts aktivieren. Nope. Weitere 200 Schaden. Dank Red Archery Girl. Oh, minus 200. Sehr gut. Und dann Attacke mit dem Thun-Alligator. Auf sie! Du hast den Kampf eröffnet. Ja, ich weiß. Warum Mardi und Joey zu gut machen konnte? Ja, das sind halt Nebencharaktere. Was erwartest du denn von den Armen? Jetzt müsste nur noch Tristan irgendwo in der Reihe stehen. Aber den muss man gar nicht erst irgendwie mindwashen oder ähnliches. Der ist auch so schon Zombie genug. Okay, wir ziehen wieder. Oh, es ist der Flammen-Cerberus. Ja, warum nicht? Beschwören wir ihn und opfern dafür unseren Thun-Alligator. Bei Thea könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas wie mystische Elfe vielleicht im Deck hat. Deswegen greife ich mal hiermit an, damit wir 2000 Verteidigungspunkte theoretisch überwinden können. Es ist allerdings nur ein Totenkopfdiener. Ich habe sie ein bisschen überschätzt. Okay. Ja, tschüss, Totenkopfdiener. Das hätten wir auch mit dem Thun-Alligator machen können. Romp. Wenn es wenigstens den König der Totenkopfdiener noch mit in den Deck drin haben würde. Aber ich befürchte mal, als dieses Spiel rausgekommen ist, gab es den König der Totenkopfdiener wahrscheinlich noch nicht mehr, oder? Weil die Karte ist auch schon relativ alt. Den könnte es schon gegeben haben. Wer weiß. Ich bezweifle stark, dass er den spielt. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt Totenkopfdiener im Deck hat. Das passt irgendwie nicht so richtig zu Thea. Außer, dass es eine scheiß Karte ist. Dementsprechend ist es natürlich doch eher passend dann. Nein, wir wollen immer noch nichts Neues machen. Und Drawface. Kriegen wir ein Monster? Ach, das ist doch auch gut. Nee, dann go, bewaffneter Ninja. Wow, Ninja, töte die Welt. Und dann teilen wir einfach unsere Schmerzen, weil Thea zu besiegen sollte nicht so gefährlich sein, dass ich irgendwie an Karten sparen muss. Schau, bewaffneter Ninja, was schön dich auf dem Kampffeld gehabt zu haben. Und wir haben gekillt. Moki Moki. Yeah, Moki Moki. Ich glaube, sie hat auch nicht den König der Moki Mokis. Ich glaube, das Ding ist auch eine Fusion, also er hat keine Fusion da hinten liegen. Also er hat einfach nur Moki Moki zum ultimativen Spaß im Deck. Yeah, die Dinger sollte man nicht sauer machen. Die hauen einem sehr, sehr schnell eins in die Fresse. Die haben verdammt gute Kombinationskarten, diese Moki Moki Dinger, auch wenn die kein Arsch benutzt, weil es relativ schwierig ist, sie effektiv zu benutzen. Aber Moki Mokis haben Effekte und haben Fallen und Kombinationen, mit denen man sie verdammt gut benutzen kann. Ich schätze, Thea hat davon exakt null im Deck. Neben Moki Moki persönlich. Und eine weitere Karte. Ich glaube ja schon, dass der bewaffnete Ninja die Karte da vorne töten kann. Aber ich will es mal nicht unbedingt riskieren. Oh, Kazajin. Ui. Ja. Dann blutroter Ninja. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe, setzen wir dich mit aufs Schlachtfeld. Dann essen wir, was auch immer da vorne liegt, mit dem Cerberus. Denn der große Weiße reicht aus, um sie zu töten. Es ist nochmal Moki Moki. Ja. Ne?
Farming und so weiter. Also wenn diese hochspannenden Duelle hier gleich vorbei sind, dann kriegen wir hoffentlich mal die ersten ordentlichen Gegner. Angreifen! Aber ich befürchte, dass wir gegen Thea und Mokuba ein bisschen kämpfen müssen oder was auch immer sonst noch so ein Stufe 1 Gegner hier rumläuft, damit wir Erfahrungspunkte sammeln und einen weiteren Level erreichen. Und dann vielleicht auch mal ein paar Punkte sammeln, dass wir uns bessere Karten für unser Deck kaufen können. Du gewinnst! Yay! Weitere 50 Punkte! An den zwei Bildschirmen kann man relativ leicht sehen, ja, das ist ein NDS-Spiel. Sehr gut geraten. 516 KC-Punkte! Juhu! Das heißt, wir können uns drei Packs kaufen. Immerhin. Ich habe verloren, wie frustrierend! Das ist für dich frustrierend zu verlieren? Mein Gott! Also entweder macht die nie Duelle, oder die ist einfach perma-frustriert. Ja, ich gehe erstmal wieder in den Kartenladen. Go, go! In Dorf-Dorf-Strand-Kartenladen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was ordentliches kriegen. Das ist ein Geschäft. No shit, Sherlock! Willkommen zurück, Coconut LP. Funktioniert jetzt alles bei dir? Ja, dann... Das Scrollen auch funktioniert echt nicht gut. Ich sollte wirklich die Maus benutzen, um da drauf zu klicken. Das ist ja grauenhaft. Ja gut, komm, wir kaufen uns mal eins jeweils von den anderen Packs. Ich wette, da ist sowieso nur Mist drin hier in diesem... Wenn da schon die ultimative Riesenmosse drauf abgebildet ist, was will ich schon erwarten, ne? Aber egal. Oh, Bladefly, Crestclaw, ne? Ich tutze eine Riese, ne? Immerhin der grobe Clown, das ist... okay. Ich mag den groben Clown so ein bisschen. Ist nicht ganz schlecht. Dann mechanische Fallenmacht. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Go, go, mechanische Fallenmacht. Was hast du für uns an schlechten Karten? Parrot Dragon. Das ist Machine King. Oh, ich mag den Machine King. Und Yami, ja. Ich bin sehr meh gegenüber diesen Karten eingestellt. Was werde ich für ein Deck machen? Eins, das spielbar ist mit diesen Karten. Ich habe keine Auswahl. Das ist ja nur Dreck, was ich hier kriege. Ja. Ja, die Karten meiner Gegner sind genauso mies. Was haben wir hier? Schloss der Dunklen? Ja, immerhin. Es könnte schlimmer sein. Keiminfektion. Ist nicht, ist kontrolliert. Bla, in jeder Stand-by-Phase um 300 Punkte, das war's. Ja, Cybershit für Harpyon, unerfahrener Spion. Mhm. Dian Kitto, Meisterheiler! Oh ja! Auch dieses Ding war übrigens mal eine seltene Karte in dem allerersten Yugi-Pack. Also da haben wir ja richtig gute Karten gerade gekriegt. Ich bin beeindruckt. Ja. Ne? Dann Kartenaufbau. Yami war die Rare-Karte, ja. So grauenhaft sind diese Kartenpacks, die wir hier kriegen. Yami war die Rare-Karte. Dann schmeißen wir mal rein ins Deck. Den Maschinenkönig können wir scheinbar sogar wirklich gebrauchen wegen den Angriffspunkten. Die Keiminfektion. Weiß nicht. In jeder Stand-by-Phase des Spielers. Ich tue sie mal rein, weil wir sonst so wenig Utility momentan im Deck haben. Den groben Clown tue ich auf jeden Fall mit rein. Hitotsume Riese können wir, glaube ich, auch gebrauchen. Was war mit Bladefly? Erhöht Windmonster. Das ist... vor allen Dingen alle Windmonster. Ne, unsere Gegner spielen wahrscheinlich mehr Wind als ich selber. Ich mag meistens keine Windmonster, weil die meistens schlecht sind in den alten Packs. Kuribo, sonst noch irgendwas hier gewesen, was ich drin haben möchte? Nope. Nope, das war's. Ja, dann schmeißen wir ein paar Karten wieder aus unserem Deck raus, wie zu erwarten war. Den Ryukishin, den normalen. Der hat zum Beispiel so gut wie überhaupt keine Punkte. Oh, wir haben ein Neon-Deck, habe ich noch gar nicht gesehen. Ey, wir haben ein Neon-Deck. Das ist ein halbwegs ordentlicher Angriff. Was ist denn hier los? Den Thun-Alligator, den schmeißen wir auch mal raus mit seinen 800 Punkten. Auch wenn er ganze 1200 Verteidigungspunkte haben sollte. Dann schmeißen wir... Weiß nicht, brauchen wir das Schwert der Dunklen zerstören? Wie viele Dunkelheitsmonster haben wir denn überhaupt? Wir haben die beiden Kollegen. Haben den, den haben wir... Ja, okay, wir haben genug Dunkelheitsmonster. Wir haben ja noch einen Ryukishin. Hab ich den überhaupt rausgeschmissen gerade? Oder habe ich den ins Deck wieder reingelegt, als ich versucht habe, den rauszuschmeißen? Ja. Auch wenn er Dunkelheit war, dann schmeißen wir den Silberfang mit raus. Ich weiß nicht, der bewaffnete Ninja... Das ist... selten nützlich, aber das Einzige, was wir haben, um Magiekarten zu vernichten, glaube ich. Die Augenschatten können raus. Die Augenschatten sind auch so eine Pfff-Karte. Ja. Was war mit dir? Wenn diese Karte das Ergebnis hat, dann endet die Battle-Phase sofort. Ja, das kann man. Ja, ich habe den Ryukishin aus Versehen drängen lassen, dann habe ich ihn aber rausgeschmissen.
Ja, wir könnten eigentlich auch hier dieses Ding hier rausschmeißen, das sich Kazajin nennt, weil es zwei Opfer braucht und deswegen sowieso niemals gespielt werden wird von mir. Stattdessen haben wir lieber den Maschinenkönig, der nur 100 ATK weniger hat als Kazajin und nur ein Opfer braucht. Okay, das sollte es dann auch schon gewesen sein. Haben wir eigentlich Zombies, die davon gestärkt werden können momentan? Bist du ein Zombie? Nee, du bist ein Unterwäldler. Wir haben momentan, glaube ich, keine Zombies, die davon gestärkt werden würden. Aber trotzdem, 1930er Verteidiger, der unglaublich krumme Werte in Duellen erzeugen kann, ist immer schön zu haben. Wir haben Magic Drain, fällt mir gerade auf, gegen Magiekarten. Gute Ausrede, du wirst rausgeschmissen. Wieder in den Trunk rein, wir haben bestimmt irgendwas anderes, das rein kann. Zum Beispiel den Thunalligator kann ich wieder reintun. Ja, mache ich, glaube ich, auch. Dann kommt der Thunalligator erstmal nochmal rein. Ja, nicht Kazajin. Nicht ein Teil des Torwächters, den wir sowieso nie benutzen. Tu doch Yami rein. Nee. Das backfiret mir viel zu häufig, diese Arten von Feldzauber zu benutzen, die Gegner mitstärken. Ja, so viel erstmal dazu. Dann gucken wir uns weiter um. Weitere starke, unglaublich mächtige Duellanten werden von uns gesucht. Es könnte tatsächlich ein ordentlicher Duellant sein. Es ist Yugi, aber es ist nicht Yami Yugi. Ich bin Yugi Muto. Duellierst du dich auch? Du duellierst dich? Das ist ja perfekt. Wir sollten uns duellieren. Ja, macht ja auch sonst den ganzen Tag nichts anderes, außer darüber nachdenken, wie er sein Deck vielleicht ändern könnte. Yugi Muto mit Magiedunkel. Ich bin gespannt. Dann setzen wir mal ein Papier und gewinnen damit. Erster. Weil ich den Torwächter noch nicht besitze, ansonsten würde ich natürlich sofort ein Torwächter-Deck bauen. Was erwartest du von mir? Ich liebe den Torwächter. Über alles. Oh Gott. Ja. Dann, Wack hat sich voranstürmen, aber es fällt mit dir. Faszinierender Kreis, aber es fällt mit dir. Und dann deffen wir, glaube ich, erstmal eine Runde mit dem Balba-Krieger hier vorne. Dann könnten wir theoretisch den Maschinenkönig gleich beschwören. Und auf geht's! Nein, wir sitzen noch nicht an Kingdom Hearts. Endphase, nächster Schabiler. Schauen wir doch mal, wie gesagt, ob Yugi uns irgendwas Interessantes hier zu bieten hat. Er scheint tatsächlich sein originales Deck hier teilweise zu haben. Er spielt wirklich den Festungswächter Nummer 1. Ja, der kommt aber nicht gegen seinen eigenen Biberkrieger an. Muahaha. Es ist Zeit für ein Duell, in der Tat. Und es sitzt zwei Karten verdeckt. Oh oh. Was hatte Yugi denn in seinem Originaldeck für Zauberfallenkarten drin? Die irgendwie interessant wären. Ich glaube, er hat Wabuko gespielt. Hat er denn Wabuko im Deck? Fragezeichen. Ich riskiere mal erstmal nicht zu viel und spiele den Baron raus. Go Baron! Und dann geht der Biberkrieger mit in den Angriffsmodus und wir gucken mal, ob wir den einfach so mit dem Angriff besiegt kriegen oder ob da irgendein Trick hinten liegt. Fragezeichen. Es ist ein faszinierender Kreis. Ah. Ja, stimmt. Den faszinierenden Kreis, der macht Sinn für Yugi. Na gut, dann nicht. Dann müssen wir unsere Stelle, das hier an dieser Stelle erstmal beenden. Das heißt, ich hätte angreifen können mit Wakati voranstürmen, aber ich benutze Wakati voranstürmen lieber defensiv. Oh nein! It's the disgruntled Celtic Guardian! Der keltische Wächter greift uns an, aber was soll's, wir haben Wakati voranstürmen! Haha, defensiv immer noch hier. Ja, theoretisch hat er Spielkraft und Wiedergeburt, aber praktisch glaube ich nicht, dass sie es ihm in diesem Spiel gegeben haben werden. Deswegen rechne ich damit jetzt einfach mal nicht. Ja, ich sag absichtlich Balba-Krieger. Bams! Das ist einfach so ein, sagen wir mal, Antiwitz. Ja, und da sind die verräterischen Schwerter. Auch die passen gut zu Yugi. Ich glaube, nee, wir haben momentan leider... Und ich habe den verdammten Ninja aus dem Deck getan. Mist! Ja, wir sind wieder dran. Weiter geht's. Oh, Hanne ist gar nicht so schlecht. Dann gehen wir erstmal in die Verteidigung. Dann gucken wir, dass wir gleich eine weitere Karte ziehen durch die Macht von Hanne! Und beenden unsere Runde erstmal. Ich rechne ja schon damit, gleich in den dunklen Magier zu rennen, den er gleich spielen wird. So, er ist dran, er spielt... Kuribo! Oh mein Gott! So, und, er hat multipliziert! Nein! Nein, er hat multipliziert! Kuribo-Spielmarken, go, go! Ja, warum genau müsst du dir gerade dein eigenes Feld zu mit Kuribo-Spielmarken? Egal, mir recht. Kuribos! Yes! Und der zerstört Hanne, wie zu erwarten war. Ja, das ist mir recht. Den habe ich sowieso nur hingespielt, damit wir eine weitere Karte ziehen können. Ach,
Ich habe Hannes Effekt völlig verwechselt. Das ist ja in einem anderen Spiel, wo er den Effekt hat, dass er eine Karte ziehen darf. Ich habe die Spiele jetzt natürlich ineinander geschmissen. Ja gut, wir haben stattdessen den Effekt, dass wir ein Monster auf die Hand zurückgeben können. Stimmt ja, dann, keltischer Wächter, du darfst wieder auf die Hand deines Besitzers zurückgehen. Hey, weil ich Hannes Effekt irgendwie falsch im Kopf hatte. Der kann in anderen Spielen den Effekt, dass man eine Karte nachziehen darf, wenn man Hane benutzt. Es ist wunderbar, wenn man die Yu-Gi-Oh! Spin-offs mit dem Original inzwischen nicht mehr auseinanderhalten kann. Was soll's? Ja. Macht jetzt nicht so richtig den Unterschied. Dann spielen wir... Hokobold ist doof, weil der keltische Wächter würde uns den gleich kaputt schlagen. Dann spielen wir den großen Weißen. Go, großer Weißer! Und dann beenden wir diese Phase. Endphase. Tick-Tack, das war Runde Nummer 2. Ach ja, die verräterischen Schwerter. Die sind unglaublich nervtötend meistens. Weil man sitzt einfach nur doof da. Außerdem finde ich es geil, dass er gerade alles in Angriffsmodus gesetzt hat, sodass, wenn wir jetzt schwerer Sturm oder sowas wirklich im Deck hätten, die Kuribo-Spielmarken gleich einfach niedergemetzelt würden und einfach massiv Schaden nehmen würde. Aber egal, das muss uns ja nicht stören, wenn Yugi dummes Zeugs macht, ne? Und Endphase. Ah, du hast alle neuen Yu-Gi-Ohs. Ach, ich mag eigentlich 5Ds halbwegs. 5Ds ist irgendwann richtig bekloppt geworden, aber das ist das originale Yu-Gi-Oh! Auch. Aber die Anfänge von 5Ds fand ich eigentlich richtig gut. Jax fand ich sehr nervtötend. Sechsel, da habe ich mir schon mit dem Kopf vor die Wand geschlagen. Naja, und was auch immer das Zeugs ist, dass die da modern jetzt gerade laufen haben, irgendwie mit Arena kämpfen, wo die da rumspringen während den Duellen und irgendwelche Karten sammeln, da will ich, glaube ich, nicht irgendwie drüber reden. Davon habe ich auch zu wenig gesehen, um mir ein Urteil drüber zu bilden. Also, nee, danke. Ja, sie sind wieder in die Verteidigung. Es ist unglaublich. Wer hätte es erwartet? Dann werden wir doch einfach mal den Maschinenkönig beschwören. Jopp, und wir opfern dafür unseren Baron des Schwerts der Unterwelt, weil der ist sowieso von dem blöden Zirkel da hinten festgehalten. Und wenn wir ihn opfern, dann bleibt der Zirkel auf dem Kampffeld bekanntermaßen und müllt ihm jetzt da hinten das Feld zu. Deswegen liebe ich den Zirkel auch unglaublich. So, dann Angriff auf den keltischen Wächter. Kabum, wer hätte es erwartet? Keine Spiegelkraft. Das war's schon mal mit dem Kerlchen. 6500 Punkte bleiben übrig. Und dann greifen wir wohl nacheinander Spielmarken an. Ach ja, die wunderbaren Vorzüge von Spielmarken. Man darf sie 1000 Mal hintereinander angreifen und es passiert nicht viel, außer dass die Spielmarken vernichtet werden. Wer hätte es erwartet? Kaboom! Es ist nicht Forbidden Memories, ja. Ich muss tatsächlich opfern. Wer hätte es erwartet? Wir spielen tatsächlich eins der Spiele der Serie, die den Duellregeln folgen. Dann, dann, dann. Das einzige andere Spiel dieser Art, das ich bis jetzt gespielt habe, zumindest aufgenommen habe, ist Power of Chaos. Na gut, wie ich auch schon mal erwähnt hatte, ich hatte tatsächlich sogar schon zweimal angesetzt, ein LP von Yu-Gi-Oh! 2008, von World Championship Edition 2008 aufzunehmen. Habe mich dann aber halt doch dagegen entschieden. Faszinierender Kreis, ich habe keine Angst vor die Yu-Gi. Ich benutze meinen faszinierenden Kreis auch für unsinnige Sachen, wie meinen Biberkrieger zu retten. Ja, und weiter geht's. Ah, eine Fallgrube, na endlich mal was Gutes. So, aber es fällt damit und Hornkobold. Ogo, ogo. So, ich mag X, Y und Z auch. Allerdings mag ich die X-Kopfkanone, Y, Drachenkopf und Z, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Außerdem das Tigerkatapult und was auch immer noch gleich der letzte Teil war, an den ich mich jetzt auch nicht mehr erinnere. Die Dinger waren lustig. Waren zwar nicht richtig nützlich, aber die waren lustig. Ich mochte generell Maschinendecks zu spielen immer sehr gerne. Und Angriff! Bams, Kuribo-Token ist erledigt. So, und jetzt hauen wir einfach mit allem, was wir haben, drauf. Stirb, großer Weißer! Hahaha! Ha, ha. Ja, die Synchro-Monster waren, als sie rausgekommen waren, auch mega überpowered. Es hat ewig lange gedauert, bis sie sich endlich entschieden haben. Ja gut, wir müssen das mit den Synchro-Monstern jetzt mal extremst runterlimitieren. Und dann waren Synchro-Monster okay. Daran erinnere ich mich noch. Das war das Letzte, was ich von Yu-Gi-Oh! Mitgekriegt habe. Und danach ist mir eigentlich alles egal gewesen, was mit diesem Franchise passiert ist. Mich interessieren nur noch die alten, guten, klassischen Spiele, die ich gerne gespielt habe. So, Attacke und dann bleibt ihm auch schon nicht mehr sonderlich viel. Ich liebe diese 50er-Werte ja immer. Ihm bleibe noch 1050 LP. Und Endphase. Tschink. Yay. So, das heißt, gleich können wir auch mit Schmerzenteilen erledigen, was auch immer er setzt. Okay. So müssen wir gar kein Risiko eingehen, dass da irgendwas liegen könnte. Go, go. Share the pain.
Wir opfern unseren Hornkobold, weil warum nicht? Ist egal, was ich opfer. Shrink. Und es war eine mystische Elfe. Ja, das war ein halbwegs sinnvolles Share the Pain. Go, go, Maschinenkönig. Zieh ihm die letzten Punkte ab. Kabam! Erledigt. Na, ich hätte noch den Ninja beschwören sollen. Hätten wir, glaube ich, einen Bonus gekriegt dafür, dass wir am Ende des Spiels 5 volle Felder hatten. Ich dachte, dafür gibt es einen Duellbonus. Naja. Dann halt nicht. Du gewinnst Erfahrungspunkte. Wir haben es nicht mehr weit bis zur Stufe 2. Das ist schon mal gut. Volle Monsterkarten sondern Bonus. Okay, den Bonus kriegt man sowieso. Er musste nur einmal voll sein. Okay, geschafft. Und... Seufz, ich war so nah dran. Nächstes Mal werde ich nicht verlieren. Ja, du warst super nah dran. Du hast die ganze Zeit dich hinter Schwertern und Kuribo-Spielmarken versteckt. Aber du warst so nah dran, uns zu besiegen, Yugi. So nah. Wen haben wir denn hier vorne noch? Scan. Scan. Das mit dem Scan ist nervtöten manchmal. Niemanden? Nochmal, Yugi. Das ist ja abwechslungsreich. Das hier ist das Deck, das ich zusammen mit dem Pharao erstellt habe. Es ist schön, dass du fremden Leuten, denen du begegnest, was von irgendeinem Pharao erzählst. Bäh. Ich glaube, dass meine Karten mich zum Sieg führen. Es ist Zeit für ein Duell. Ich kann nicht mal Nein sagen, ich habe gerade erst gegen dich duelliert. Tschüss. Na gut, dann duellieren wir uns wohl nochmal mit Yugi Muto, weil er uns keine Auswahl lässt. Ching, ching, ching. Und ich darf wieder anfangen. Haha. Ja, Arkvi ist nach Sechsel. Dieses komische Entertainment-Yu-Gi-Oh! Merkwürdiges Zeugs. Ich bin mal gespannt, ob noch irgendwas Neues nach Arkvi rauskommen wird. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Arkvi ein ziemlicher Sargnagel war. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wir setzen mal magischen Abfluss. Juhu, wir haben was gegen Magiekarten. Und dann setzen wir unsere... Setzen wir die Griffore oder setzen wir lieber den Thun-Alligator? Ich setze die Griffore, ihr habt mehr Angriffspunkte, wenn ich damit in den Angriff gehen möchte. Endphase! Go, Yugi, dein Zug. Oh, wir haben noch Oscillo Hero drin gehabt. Ich glaube, den habe ich beim Deck zusammenstellen nicht so richtig beachtet. Der Bibberkrieger. Naja, komm, Dr. Bibber, du hast keine Chance gegen unsere Griffore. Und er macht sich selber Schaden. 300 wird erwartet. Prank. Hast auch Pokémon gefunden. Das ist sehr schön, Vivi. Ich habe keine Ahnung, wie das Pendelsystem überhaupt funktioniert. Jemand hat es mal versucht, mir halbwegs zu erklären, aber ich habe es nicht begriffen. Ja, dann jetzt auch noch eine Fallgrube aufs Feld. Ja, es ist doof, ne? Wir kommen nicht an dem vorbei, ohne Suicide zu machen oder Shadow Pain zu benutzen. Suicide? Ja, nein, vielleicht. Ach, was soll's. Suicide! Bomber! Außerdem Space! Space, Space, wanna go to Space? Space. Is this Space? Space! Griffore greift an. In Space. Und beide sterben. Wer hätte es erwartet? So, und dann bleibt der Oscillo Hero auf dem Kampffeld, um seinen Heldentätigkeiten nachzugehen. Ha. Oscillo Hero war schon ein Held, bevor es cool geworden ist und diese ganzen Elementare in sich gedacht haben, sie fusionieren zusammen. Und niemand hat sich gedacht, sie laden Oscillo Hero einfach mal ein. Nein, wir brauchen Sparkman. Endphase. Nächster Spieler. Ja, Suizid ist immer gut. Riesensteinsoldat. Zumindest in diesem Spiel hier. Wenn man damit Duelle gewinnt. See ya! Fallgrube. Bams! Haha, Riesensteinsoldat. Eine meiner lieblingsalten Karten. Und nächster Spieler. Wir sind wieder dran. Stopp Verteidigung. Verdammt, jetzt haben wir keine wirklich guten Abwehrmaßnahmen mehr. Naja, ne? Dann müssen wir halt mit dem umgehen, was wir haben. Go, go, Thun-Alligator. Wir schaffen das schon irgendwie. Chip Damage, go. 800 Schaden. Yay, ich befürchte, Yugi wird irgendein Monster haben, das stärker ist als wir. Aber wer auch immer von den beiden hier überlebt, wird nachher schon das Duell irgendwie für uns schaukeln. Faszinierender Kreis, um Oscillo Hero zu stoppen. Das ist traurig. Ja, ne? Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Yugi noch irgendwo... Oh, er hat Gazelle. Also viel dazu, wa? Das ist jetzt nicht gut. Ist sogar gar nicht gut. Ja, wir nehmen 700 Schaden. Jetzt gehen wir wirklich die Möglichkeiten langsam aus. Ich hoffe, wir ziehen irgendein ordentliches Monster nach. Ja, Elemental Hero Sparkman. Und wir ziehen Destiny Draw. Ja, Neo, magischer Schwertkämpfer. Das ist gut. Kann ich mitleben. Verteidigung stoppen, Share the Pain. Share the Pain wollen wir noch nicht benutzen. Wir machen jetzt mal Neo, magischer Schwertkämpfer. Was hatte ich eigentlich nochmal liegen? Ach ja, Magic Drain. Attacke. Und dann machen wir weitere 200 Schaden an Yugi. Tschüss, Gazelle. Haha.
Schön, dass wir wenigstens ein paar wenige starke Monster drin haben. Plank. In solchen Duellen gegen schwache Gegner, wenn man einmal so ein 1700, 1800er Monster draußen hat, haben die Gegner meistens schon keine Chance mehr. Das ist unglaublich. Torike, hat er ernsthaft... Er hat ernsthaft vor, unseren im faszinierenden Kreis festgebundenen Oscillo Hero zu töten. Ohne dabei zu wissen, dass er damit sogar einen Effekt erzielt, weil ich jetzt Shadow the Pain nicht mehr benutzen kann, um damit Oscillo Hero zu opfern. Traurig, traurig. Ja, und der Spellbinding Circle geht ebenfalls auf den Friedhof. Wir kriegen... Ach, das ist doch was Schönes. Totenkopfwürfel. Ab aufs Feld. Der übrigens im echten Leben den Effekt hat, dass er nur 100 Punkte abzieht pro Würfelaugen. Nicht so, wie in der Serie das falsch dargestellt wird. Ja, also der Totenkopfwürfel, wenn man eine 2 würfelt, dann halbiert der. Bei einer 3 drittelt er, bei einer 4 viertelt er die Angriffspunkte und so weiter. Was auch ziemlich imber ist übrigens. Ja, dann Attacke. Neo, mystischer Schwert oder magischer Schwertkämpfer, was auch immer du gerade von beiden sein möchtest. Ich glaube, er wurde jeweils unterschiedlich übersetzt. Ich könnte mich irren, aber... Oh, es ist Kuribo und er nimmt deswegen keinen Schaden jetzt. Das ist sinnvoll, Yugi. Aber ich glaube, in Power of Chaos ist er tatsächlich ein mystischer Schwertkämpfer. Und Ende der Phase. Aha. Und Card Games on Motorcycles. Ja, Card Games on Motorcycles. Ist immer lustig. Spielen wir aber gerade nicht. Wurde sich leider gegen entschieden. Ja, dann blutroter Ninja. Flip! Aktiviere deinen Effekt und schau mal, was eigentlich da hinten liegt. Die verdeckte Karte ist... Es war Monster Recovery, oder? Das ist ja ist unglaublich sinnvoll mal wieder. Ja. Außerdem Verteidigung stoppen. Haha, weil ich kann. Wir stoppen deine Verteidigung. Es ist die magische Elfe. Mystische Elfe. Und dann beschwören wir uns den Maschinenkill. Nein, 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 warum bist du nicht gescrollt? Ich hab nach rechts gedrückt. Oh. Ich hasse, wenn sowas passiert. Na gut, dann halt nicht. Dann Maschinenkönig-Angriff. Passt schon. 1500 Schaden. Wir ziehen das Duell unnötig in die Länge, weil der verdammte Pet nicht rechtzeitig reagiert hat. Nicht nach rechts gescrollt ist. Attacke, blutroter Ninja. Bams. Ja, finde ich auch geil, dass man so viel Gelegenheit kriegt, wenn der Effekt schon sagt, man darf sich die Karte angucken, dass man so lange sieht, was auch wirklich da hinten liegt. Standby-Phase, Main-Phase 1. Gut, er spielt sowieso was verdeckt. Dann war es nicht so schlimm, dass der blutrote Ninja jetzt allein auf dem Feld liegt, wenigstens. Ach, Hane Hane. Ja, weil dann kann ich wenigstens Share the Pain benutzen. Wir setzen mal Hane Hane aufs Feld, dann... teilen wir mal meinen Schmerz, dass ich nicht ordentlich scrollen konnte, um den blutroten Ninja jetzt zu opfern. Und dafür töten wir... Sangan! Ach Gott, er darf sich eine Karte raussuchen. Es ist Baphomet. Er nimmt sich ein Monster, für das er opfern muss. Das macht Sinn. Ich hoffe, er hat eine Polymerisation da hinten. Ansonsten war das eine typische, oh mein Gott, dumme KI-Entscheidung. Ach, verdammt, noch ein Spellbinding Circle. Ja, jetzt wird's wieder ein bisschen nervtötender. Und wieder ein bisschen döver, dass ich das falsche Monster eben aus Versehen geopfert habe. Aber naja, ne? Passiert. Es passiert. Na gut, dann beschwören wir uns den großen Weißen aufs Schlachtfeld. Dann flippen wir Hane Hane in den Angriffsmodus. Er hat ja offenbar keine Monster. Von daher schnappe ich mir meinen Maschinenkönig mal wieder auf die Hand zurück, damit ich die nächste Runde vielleicht wieder spielen kann. Und Angriff mit unseren Önsterchen. 450 Schaden, haha. Ja, das sind halt die uralten Editionen. In den allerersten Karteneditionen hatte man noch praktisch alle Designs zur Auswahl. Es gab noch keine Karten. Von daher konnte man die geilsten Monster, ohne irgendwie großartig drüber nachzudenken, kreieren. Aber in den ersten Editionen waren halt auch gleichzeitig die Karten, die einfach unglaublich unnütz waren. Und man musste die ersten Editionen unnütz machen, logischerweise, denn ansonsten hätte man später keine besseren Editionen verkaufen können. Oh mein Gott, Marketing. Ach, Backup Soldier, ja, das bringt ihm jetzt auch nichts mehr, weil er keine Karten mehr spielen kann. Ja, sie haben in den ersten Editionen halt nur ein paar ganz, ganz wenige ganz gute Karten gemacht, die alle Leute dann haben mussten und die haben sie dann später verboten, damit man neue gute Karten kaufen musste. Clever, nicht wahr? Ja, es gibt nichts mehr wirklich Sinnvolles zu tun. Ich glaube, wir müssen nicht mal den Soldaten rausholen. Ja, wir greifen einfach mal an. Hane Hane, Attacke! Es ist schon wieder sein Königreich der Illusionen, seitdem ich Hane Hane sinnvoll nutzen durfte, wo er ein Spirit-Monster war. Und dann großerweise beende das Duell. G. G.
Wir haben gesiegt. Ein zweites Mal gegen Yugi. Mein Gott, guckt der geschockt, der Kollege. Du gewinnst. So, wir sollten ein Level steigen. Yes, Level Up. Ich hoffe, dafür kriegen wir einen Punktebonus. Ja, Stufe Hochbonus plus 300. Yay, es ist 2 Packs wert, ein Level hochzusteigen. Nicht viel, aber hey, immerhin, ne? Könnte weniger sein. Ich war so nah dran. Nächstes Mal werde ich nicht verlieren. Bla bla. Meinst du, Yugi? Ja, dann gehen wir nochmal einkaufen, würde ich sagen. Ab in den Laden von Dorfdorfstadt. Bahnhof. Hat einen Name. Das ist ein Geschäft, nein, wirklich. Ja, wir wollen da reingehen. Ich gehe noch nicht umsonst hier unten hin. So, es ist Nacht. Was ist das denn? Der Mond sieht aus, als wollte er mich umbringen. Aber gut, soll mir recht sein. Mond, guck du grimmig. Ich mache währenddessen eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.